Was? Wieso? Was? Wieso? Wieso wollt ihr mich verprügeln? Was hab ich denn? What the fuck? Was? Was? So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 3. Und es geht weiter. Ich habe ja Dings, wie ich leider beim letzten Part gemerkt habe, haben sehr viele gesagt, dass ich die geschnittene Version von GTA 3 habe. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen angesetzt und dann gemerkt, ja, ich habe die geschnittene Steam-Version von GTA 3. Und es gibt Möglichkeiten, es uncut zu machen. Ich habe das Spiel jetzt offiziell, also ich das Spiel ist jetzt komplett uncut. Ich beweise euch erst nochmal. Ich nehme zum Beispiel jetzt diese Uzi, suche mein Opfer aus. Wobei jetzt hier gerade momentan keine Opfer rumgehen. Also wie schon gesagt, bei der Cut-Version gibt es kein Blut. Und wenn man die Uncut macht, dann kann man auch, so auch auf Leichen treten und es kommt Blut raus. Und das werden wir jetzt mal herausfinden. Wie ihr sehen könnt, da ist Blut und ich kann die Leiche penetrieren. So, wie ihr sehen könnt, Blut ist vorhanden. Und ich kann sogar Köpfe abschießen, wenn ich... Ich zeige euch das mal kurz. Wie ihr sehen könnt, das Blut spritzt in Maßen raus. Und ich kann noch extra nochmal auf die Leichen so treten, wie ich lustig bin. So. Jetzt fahren wir zu JJ. Oder keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ich habe vergessen, wie der heißt. So, auf Wiedersehen. Oh, shit. Ich hab zwar keine Ahnung, was das nochmal für eine Gang war, aber naja, egal. Das Auto finde ich geil, also gehört das Auto jetzt ab sofort mir. So, jetzt wird weiter hier GTA 3 gemacht, ey. Also los geht's. Also er heißt, verdammt, wie hieß der Typ nochmal? Ach egal, das werden wir jetzt gleich so oder so herausfinden. Wow! Okay, ich bin da. Perfekt. Joe, ach Joey, ah, so hieß der Knabe, okay. Adieu, Chunky Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Gut zu wissen, dass es ein Triaden gibt. Alles klar. Okay, ich brauch deinen Wagen. Bitte raus. Dankeschön. So. Wir gönnen uns erstmal eine Pistole. Also eine 9mm Pistole. Und ja, ich soll jetzt in Chinatown aufpassen, denn dort. Ja, das ist. Das Triadengebiet dort. Und ja. Wir müssen sehr aufpassen, denn die Bastarde können ganz schön. Yay! Das zweite Mal in diesem Video! Geil! Hör damit! Dankeschön. Okay, weg hier, weg hier, weg. Oh. Ach ja, es gibt ein neues Feature hier, die, die Körperteile können abfliegen, wenn irgendwas explodiert. Wie ihr sehen könnt, der Typ hat seine kompletten Körperteile verloren. Sowas habe ich in GTA, in den ganzen GTA-Teilen, noch niemals gesehen. Noch nie habe ich gesehen, dass irgendwelche Körperteile verloren gehen, außer halt der Kopf. Aber das mit dem Kopf ist normal. Aber ich habe in GTA noch nie gesehen, dass irgendwie alle Körperteile abfliegen, also wegfliegen können, wirklich alle. Sowas habe ich noch nie im Leben erlebt. So. Jetzt sind wir in Chinatown. Alles klar, okay. Und mich ruft jemand an gerade. Aber ich kann momentan leider nicht rangehen. Okay, was geht hier ab? Ja, guck mal, der Ching Chong, Ching Chang, Chang 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 wird gerade beschützt von dem, oder? Alles klar.
Und er läuft gerade weg. Nope. Nicht mit mir, Freundchen. Oh, das war so klar. Bleib doch stehen, du... Was, jetzt mache ich mal einen Wagen und dann kommt keiner. Mein Gott, wieso müssen die immer wegrennen? Oh mein Gott. Ich frage mich wirklich manchmal, was das für Pussys sind. So, wo ist der? Bist du... Richtiger Faggot. Ey, guck mal, ich wusste, dass ich Drive-Bys machen kann. $10,000! Für so eine Pippi-Mission! Für so eine Pippi-Mission bekommt man 10.000! Leute, ich werde in diesem Spiel verdammt reich werden. Ich werde sowas von reich in diesem Spiel. Aus der Bahn, Bitch. So. Nein, da gehe ich jetzt nicht dran. Ich mache weiter Mission. Der Geldtransporter. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Alles klar, okay, ich muss jetzt voll in den Rhein fahren. Nichts lieber als das, verbrauche ich einen passenden Wagen, so wie den hier. Und jetzt fahren wir gleich voll rein. Ich möchte aber erstmal das Radio ausmachen, danke. So, wo ist der Knabe? Da ist er! Ah, guck mal, wir haben schon direkt einen Stern bekommen dafür. Bitch! Ach, kein Problem. Wir werden jetzt einfach so lange gegen ihn fahren, bis er aus diesem verfickten Wagen hier rauskommt. Und jetzt machen wir nochmal ein bisschen Vollgas und BAM! Ups, sorry. So, und BAM! Scheiße. Ich glaube, mein Wagen fliegt gleich eher in die Luft als der hier. Los! Nein, ich gehe nicht aus deinem Weg raus. Ich werde dich so lange rammen, bis du da rauskommst. Oh, jetzt haben wir schon 2 Sterne. Geil. Ah, guck mal, die Poletten sind ja schon da. Bitch. Ey, wer schießt da? So, dass die Bullen mich ja abschießen oder was? Raus aus dem beschissenen Transporter! Oh, they weren't ready for this shit. Ah, oh, scheiße! Okay, der Typ läuft weg. Aber nicht mit mir. Okay. Und man kann jetzt ab sofort sowas hier machen. Oh, okay, leider geht das jetzt gerade nicht. Nein, 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 nope, ich bin raus aus der Sache. Ah, fuck it, ey. Okay, das Geld liegt hinten drin. Und jetzt müssen wir ganz gechillt wegfahren. Ja, die Polizisten können eh nichts gegen mich tun. Also von daher habe ich... das ist keine Arsch-Arsch-Situation, das ist eine Win-Win-Situation. Das heißt, ich habe so oder so gewonnen. So. Auch wenn die Polizei hinter mir ist. Dankeschön. Raus aus dem Fahrzeug. Und weg von hier. Manchmal frage ich mich, was das für Missionen hier sind. Ich meine... Elbro bietet dir eine Chance über den öffentlichen Fernsprecher. Alles klar, aber ich mache nochmal weiter Missionen für den Joey. So. Let's do this. Ich weiß, da klingelt nochmal ein Telefon, aber nope. Wir machen weiter Mission für Joey. Kipranis Chauffeur. She purrs, you know what I mean? Oh,
This is the guy I was telling you about. All right, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Alles klar. Wow. Du hast keinen schlechten Wagen, man. Der Wagen ist... Der Wagen ist nicht schlecht. Den will ich haben. Aber ich kann jetzt schlecht den Typen umbringen, den Ey, ich könnte das sogar. Dann wird der Wagen wirklich mir gehören. Aber naja, egal. So ein Arsch bin ich jetzt auch nicht. Nein. So, wir sind da. Okay, ich bleib im Wagen. Ein Kind mit einem Baseballschläger. Das fängt schon mal gut an. Oh, Alter. Ein Hinterhalt der Triaden, okay. Ach du Scheiße. Okay, das war, nicht nett. Das, war ganz und gar nicht nett. Ach du Scheiße. Die ziehen einfach direkt ihre Pistolen raus und boah. Was für dreckige Motherfucker das sind, ey. So, wir sind da. Oh ja, ein neuer Auftraggeber. Alles klar. Der Typ gefällt mir jetzt schon vom Aussehen. Er sieht so behindert aus. Alter. Wow, $3000 für das, dass ich ihn rumkutschiert habe. Dann machen wir weiter Mission für Tony. Wenn wir schon mal hier sind. Schmutzige Wäsche. Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Alles klar. Warte, die Uzi ist jetzt Ammunition erhältlich. Zu haben. Okay, das geht auch natürlich. Alles klar. Dann holen wir uns erstmal eine schöne Waffe. Yes! Mal gucken, was das für eine ist. Die Frage ist, wo genau ist sie? Ah, scheiße, wieso leckt das schon? Wie der. So, ich mache eine Waffe. Oh, Granaten! Perfekt! Alles. Je länger du... Ja. Ja, kenne ich schon. Brauchst du mir nicht nochmal zu erzählen. Ja, jetzt müssen wir die ganzen Transporter mit den Granaten fertig machen. Kein Problem. Kein Problem. Ich habe 10 Granaten, 3 Transporter. Das heißt, ich kann mir 7 Fehlversuche leisten. Ist das nicht schön? Die Cops werden wir eh gleich am Arsch kleben, also von daher... Ja, ist diese Mission ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen anspruchsvoller. Aber das... Oh, guck mal, der Wagen ist schon demoliert. Naja, egal. Egal. Ist nur ein Wagen, ist ja nur ein Wagen. So, der ist der erste Transporter. Frisst das, Motherfucker. Oh, fuck it. Alles klar. Warte, was? Wollte der Typ mich gerade angreifen oder was? Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Zeit, in dem die Granaten losgehen, so kurz sein kann. Okay, den habe ich erwischt. Weiter geht's.
Wow, die Zeit, in dem die Granaten in die Luft gehen, ist ganz schön kurz. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht, wenn ich eine Granate schmeiße, in die Richtung renne, weil dann bin ich am Arsch. So, nur noch ein Transporter und noch 7 Granaten. Wir haben einen Stern. Kein Problem, kein Problem. GTA ist geil. Ich bin ein GTA-Pro. Und die Stadt kenne ich zwar jetzt nicht auswendig, aber egal. So, jetzt, du musst leider warten. Oh! Habe ich ihn erwischt? Scheint nicht so zu sein. Egal, dann müssen wir den 12 oder übel verfolgen. Kein Problem. Kein Problem. Frisst das. Nein! Oh Gott, noch gerettet. Was? Wieso? Was? Wieso? Wieso wollt ihr mich verprügeln? Was hab ich denn? What the fuck? Was? Was? Was war das jetzt für eine beschissene Aktion? Ich hab jetzt... Dankeschön, ich hab alle meine Waffen verloren. Alle meine beschissenen Waffen. Arsch! Ey, Polizist! Dankeschön, dass ich einen Stern bekomme. Naja, egal. Das Einzige, was ich haben wollte, ist dein Wagen. Dankeschön. Das hat einen ganz bestimmten Grund, wieso ich den Polizeiwagen haben möchte. Denn, wie ihr alle wisst, wenn man in einen Polizeiwagen einsteigt, da ist immer eine Shotgun drin. Deswegen, ja, möchte ich jetzt nicht hier komplett unbewaffnet durch die Gegend stolzieren. Und wir haben jetzt eine Shotgun mit 5 Patronen. Oh, geil, ein Polizist. Naja, egal. Der Geldbote. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Alles klar, die wollen jetzt also zahlen. Perfekt. Na, das ist doch mal gut. Ich habe zwar nur eine Shotgun mit 5 Patronen, aber das macht ja nichts. Denn irgendwelche 3 Passanten wollten mich einfach verprügeln aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund wollten die mich verprügeln. Ich verstehe es immer noch nicht. Wieso wollten die mich verprügeln? Was habe ich denn angetan? Manchmal verstehe ich diese Logik nicht. So. Wo zum Teufel muss ich hin? Anscheinend muss ich in eine Gasse. Ah, okay. Ich halte schon meine Waffe bereit. Es wird nichts passieren. Ist ja kein Hinterhalt hier oder so, ne? Natürlich nicht, natürlich nicht. Nein. Scheiß Triaden. Ah, fuck! Lauf! Was? Lauf! Stirb mir jetzt bloß nicht weg.
Was? Oh mein Gott. Die Triaden kleben mir am Arsch und dann will mich jetzt noch ein Polizist verprügeln. Na, alles klar. Hat der überhaupt... Okay. Bring das Geld zu Tony. Also ich bin glücklich, dass ich in die ich bin glücklich, dass ich in dieses Polizeiauto eingestiegen bin. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich keinen Shotgun. Hätte ich keine Shotgun, hätte ich nicht meine geliebte Bertha, dann wäre ich jetzt tot. Oder ich wäre jetzt einfach rausgerannt, wäre in einen Wagen angestiegen, hätte sie alle überfahren. Ist auch eine Möglichkeit. So, wir sind da. $10,000. Perfekt. Ist ja nicht so, als ob ich gerade kurz vorm Sterben stehe. Egal. No risk, no fun. Es geht weiter. Das Treffen bei Salvatore. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Alles klar, also wir sammeln jetzt alle hohe Tiere jetzt hier ein, oder was? Naja, egal. Dann werden wir jetzt mal die ganzen hohe Tiere jetzt einsammeln. Wow, wow, erstmal Joey, dann Luigi und dann ihn, okay. Passt perfekt. So. Dann die Triaden wissen nicht, mit wem sie sich hier anlegen, ey. Ich meine, Italiener. Die italienische Mafia ist die beste Mafia. Wer braucht schon Triaden? Triaden sind für den Arsch. Triaden sind Kaka. Kennt ihr das? Wasser, dann tut ihr so ein bisschen braunes Zeug rein, rührt das so rum und dann ist das Dünnschiss und das nennt man Kaka. Okay. Also. Okay. Das meinten sie also mit Limo. Alles klar. Okay, Luigi ist schon mal da. Netter Schlitten. Wow. Okay. Netter Schlitten. Nicht schlecht. Und Luigi war schon in der Werkstatt. Das ist natürlich klar, aber wo ist Joey? Joey muss doch eigentlich da sein und nicht Luigi. Oder war das Luigi nur im Anzug? Wow! Okay, die Triaden schießen auf mich gerade. Ich habe jetzt keinen guten Ruf bei denen. So. Oh, das zerft sie. Was? Kannst du mal kurz da drin bleiben? Ich muss mir gerade Leben abholen. Oh, danke schön. Das ist mein Lebensretter gerade momentan. Kein Problem, ich komme ja schon. Keine Panik auf der Titanic. Bin ja schon da. Ja, die Triaden hassen mich gerade ganz schön. Ach so, weil ich das jetzt ja auf Uncut gemacht habe, droppen die jetzt Geld. Das ist gut. Das ist sehr gut. Drück auf die Hupe, okay? Hä? Ach nee, ach so. Joey hat einen Anzug angezogen. Ach so, jetzt ergibt alles einen Sinn. Der Kreis schließt sich. So. Jetzt fahren wir noch schnell zu Tony Capriani Caprisonne, keine Ahnung. Ich nenne den Typen jetzt einfach mal Tony Caprisonne. Und dann fahren wir zu dem Boss namens Salvatore. Mr. Salvatore. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber wir werden den sehr schnell kennenlernen, da bin ich mir sehr sicher. So, wir sind da. Und da ist Tony Caprisonne. Alter. Okay. Steig ein. Erstmal schön außen rum gehen. Und natürlich erstmal sehr provozierend und nochmal sehr langsam.
Alles klar, da sind schon mal Triaden. Ihr verdammten Wichser. Ey, kommt schon, der Wagen fliegt schon gleich in die Luft. Ey, Leute, das ist nicht fair. Das ist ganz und gar nicht fair. Das ist... Seid ihr... Alter. Die Typen wissen, wie man hier das alles einstellt hier. Was für dreckige Spastis, ey. Alter. Erstmal alles schon absperren. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know, strong, Firenze. She's good, fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy.